herzlich willkommen zu unserer 100. Folge der Leni und Toni Show. Alles Gute fürs neue Jahr. Wir sind wieder da. Ja. Also, wir haben es nicht mehr ausgehalten. Stimmt. Ganz einfach. Und dann zwischen den Jahren und auch vorher haben wir uns gedacht, wir müssen unbedingt im nächsten Jahr wieder was machen. Gute Vorsätze, ihr wisst, wie es so ist. Und dann gucken wir mal. Auf jeden Fall ist unser Plan und wir hoffen, wir schaffen es, jede Woche eine neue Folge der Leni und Toni Show hochzuladen, so wie es immer war. Wir haben jetzt ein Jahr lang Pause gemacht, das hat gereicht. Ja. Wir haben wieder viel Energie, viele Ideen, was wir unbedingt euch zeigen und drehen müssen, weil ohne Leni und Toni Show ist alles doof, haben wir festgestellt. Nicht, dass wir uns gelangweilt hätten, aber es hat was gefehlt. Und so den Zuschriften, euch hat es auch irgendwie gefehlt. Ja, ja. Also erstmal vielen Dank dafür. Es kamen wirklich jede Woche ganz viele Nachrichten, wann die neue Leni und Toni Show kommt und dass es schade wäre, dass wir keine Videos mehr machen oder halt nur sehr wenige. Wie gesagt, Langeweile hatten wir keine, aber es war langweilig. Nein, es hat was gefehlt. So, weil wir sind ja auch ein bisschen mitteilungsbedürftig und ja, deswegen haben wir gesagt, so, das ist jetzt die Nummer 100, die Leni und Toni Show Nummer 100. Und nehmen diese Show und Anfang des Jahres zum Anlass und gucken mal auf das letzte Jahr 2019 und erzählen es mal so in groben Zügen. Einiges haben wir ja auch im Video trotzdem ja festgehalten und euch gezeigt, aber einiges ist vielleicht auch ein bisschen auf der Strecke geblieben. Deswegen mal so ganz kurz die wichtigsten Stationen. Ja. Also das hat dann angefangen mit der Übergabe unserer Greta in Bad Vilbel. Was wir euch in der 99. tatsächlich ja schon gezeigt haben, aber das ist ja schon eine Weile her und vielleicht hat es der ein oder andere nicht gesehen. Das war total fantastisch. Es war zu den Caravaning-Tagen in Bad Vilbel und Greta war hübsch geschmückt und alle, die da waren, haben übrigens über den Namen abgestimmt, falls ihr das nicht mehr wisst oder euch wundert, warum unser Wohnmobil Greta heißt. Wir hatten zwei Namen zur Auswahl und das war einer davon und alle, die da waren, haben dafür entschieden und wir finden es auch super. Genau, wir fühlen uns wohl drin. Ja, alles, immer was, mehr. Alles, was damals in dem Auto noch nicht drin war, was noch ein bisschen gefehlt hat, hat aber jetzt Wohnmobil United mittlerweile, natürlich, ganz klar, ist jetzt alles drin. Also sei es jetzt der Backofen, der ist drin und funktioniert auch. Die Luftfederung ist drin und wir sind sehr begeistert von dieser Luftfederung. Ja, also ich hätte ja nie gedacht, dass das so wirklich so ein Quantensprung ist. Aber jeder, der es nicht glaubt, es ist wirklich besser. Der Backofen ist übrigens auch toll. Ja. Nur mal so am Rande. Der Backofen ist super, auch wenn er hoch oben ist und wir unsere Kuchen von unten angucken können. Aber wir nutzen ihn täglich, wenn wir unterwegs sind. Ja, auf jeden Fall. Ja, das nächste. Ja, also dann sind wir erstmal nach Kappeln gefahren, das haben wir euch aber auch schon erzählt und wir waren im Europapark gleich zu Anfang. Ja. Und dann haben wir noch ein paar kurze Ausflüge gemacht und waren wandern in der Eifel, da haben wir uns ganz schön die Socken gequalmt. Oh ja. Aber das war wieder so typisch für uns. Wir haben uns gedacht, wir gehen mal ein bisschen. Und dann haben wir uns gedacht, wenn wir noch 4 Kilometer weiterlaufen, oder es waren sogar 6, ich weiß gar nicht mehr, da gibt es bestimmt was zu essen. So war es auch. Aber wir mussten natürlich auch die ganzen 18 Kilometer wieder zurück. Oder insgesamt waren es dann 18. Ich glaube, es waren 18 dann am Ende. Aber das, ja, für uns Untrainierte. Für uns Fußkranke. Wandersleute, ja. So. Und dann waren wir über eins von den verlängerten Wochenenden in Meineringhausen. Das gehört zu Korbach. Ja. Da gibt es einen von der Promobil, so einen Stellplatz des Monats. Die Promobil hat ja immer einen Stellplatz des Monats drin. Da hatte ich das mal gelesen. Korbach ist nicht weit weg, ist am Edersee. Wir wollten sowieso mal gucken, wegen Follower-Treffen und sowas. Und deshalb sind wir da hingefahren. Ich hatte extra einen Platz reserviert, weil es eben, ich glaube, es war Pfingsten. Es war das Pfingstwochenende, waren wir da. Doch. Und deshalb hatte ich extra einen Platz reserviert. Und dann sind wir angekommen und haben also nur noch so einen Reserveplatz gekriegt. Weil der Besitzer, da kamen noch zwei vor uns, unangekündigt. Und hat er die noch in die letzten Ecken gequetscht und hat uns noch so ein Reserveplätzchen freigelassen. Und das war sehr lustig dort. Also wir hatten Blick auf alles und alle hatten Blick auf uns. Es war ein bisschen wie im Zirkus und in der Manege. Alle hatten Blick auf uns. Ja, es war ein bisschen merkwürdig. Aber trotzdem sehr schön. Der Stellplatz ist total gemütlich und kuschelig. Direkt am Radweg, dass man nach Korbach fahren kann oder an Edersee, wenn man gut trainiert ist. Wir haben es auch geschafft. Ja, wir haben ja Motor. Ja, ohne Motor hätten wir es nicht geschafft. Nein.
Ohne Motor hätten wir auch in den Niederlanden, da waren wir nämlich dann im Juli eine Woche. Aber das wisst ihr, aber trotzdem gibt es da noch ein paar Sachen zu erzählen. Das stimmt, das wisst ihr schon, weil da haben wir die ganzen Campingplätze gefilmt und was man dort alles machen kann. Das war sehr, sehr schön dort. Allerdings mit viel schlechtem Wetter, aber das macht nichts. Und dann sind wir ja Fahrrad gefahren, das habt ihr sicher gesehen, weil wir da ein extra Video zugedreht haben. Aber um das Video zu drehen, also haben wir ein paar Tage gebraucht, weil Toni nämlich einen dicken Platten in seinem Fahrrad hatte. Also ja, hinten, ja, natürlich hinten platt, aber so richtig platt. Nicht nur so, ich pump's auf und es hält eine halbe Stunde, sondern das war, also Gott sei Dank haben die RSM-Bikes diese Cruise-Einstellung, dass man also wirklich eine Geschwindigkeit dann halten kann. Und da habe ich als Gewicht nach vorne verlagert im Stehen, dass hinten das Rad entlastet ist. Und sind wir dann so erstmal wieder zurückgefahren, dass ich das Rad flicken konnte, ja. Aber das war total süß. Niederländer, jeder Dritte kam raus und hat gefragt, ob wir einen Luftpumpe bräuchten. Ja. Es war wirklich so niedlich. Ja, ja, und das Video ist auch schön geworden darüber. Man sieht gar nicht, dass es ein bisschen kompliziert war. Ja. Ja. Und dann war schon der Caravansalon. Das richtig. Haben wir euch auch schon gezeigt. Da waren wir. Ja. Aber nur einen Tag, da sind wir ohne Greta hingefahren. Da sind wir morgens hin und abends wieder nach Hause gefahren, weil ich nicht länger frei und Urlaub hatte. So war das doch. Genau. Ja. Und nach dem Caravansalon ging es relativ schnell. Da waren wir noch in Warstein zwischendurch, das wisst ihr auch. Ja. Da haben wir doch ganz schön viel gedreht, muss ich gerade feststellen. Das schöne Ballonfestival in Warstein. Also war ein Highlight. Das absolut war das ein Highlight letztes Jahr. Ja. Niederlande auch war. Ja, aber das aber mit das den Ballonen, war, das ist ja, schon... Ja, und wenn wir jetzt Heißluftballone sehen, dann haben wir noch mehr Pipi in den Augen als ohnehin schon immer. Ja, das war schon toll. Ja. Ja, und danach war Stein, war Follower-Treffen. Das war das dritte Follower-Treffen, was wir gemacht haben. Und es war das Großartigste und Schönste. Ja. Und also das war so, so toll. Das Wetter hat mitgespielt. Wir hatten 5 Tage lang von Mittwoch bis Sonntag bombenstrahlenden Sonnenschein. Es war fantastisch. Für alle, die darauf warten, mich auf dem Stand-Up-Paddle stehen zu sehen, daraus ist noch nichts geworden. Mein großer Plan war ja, dass ich das am Follower-Treffen mache. Alle möglichen, die da waren, hatten ihre Boards mitgebracht. Es waren Neoprenanzüge da, damit die frierende Leni auch sicher ins Wasser gehen kann. Aber was wir alle nicht einkalkuliert haben, dass das Wasser nicht zugangsfähig war, naja, oder so ähnlich, weil dort Blaualgen waren. Und es war wirklich richtig fies, richtig fies. Clara ist mal aus Versehen mit den Füßen rein und hatte sie die Füße, also die Beine bis zur Mitte waren grün. Vielleicht haben wir noch ein Foto davon. Das war allerliebst und dann mussten wir auch mal duschen gehen. Von uns Menschen war allerdings keiner im Wasser. Weil ja, das hätte ich mich auch nicht getraut. Nein, das war fies, war schon eine komische grün, Kohle. Blau und es roch sehr unangenehm. Von daher war da nichts mit Stand-Up-Paddeln. Aber ansonsten war es mega... Ja, also das Schönste von unseren Follower-Treffen, was wir je hatten. Die besten, tollsten Leute da, Zuschauer, lecker essen. Danke nochmal an dieser Stelle dafür. Und alle, die da waren, bitte, 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 immer noch ein bisschen Geduld. Wir haben weder Bilder bearbeitet und auf unserer Internetseite und auch noch kein Video fertig. Wir arbeiten aber dran. Ja. Wobei, neulich haben wir auch mit jemandem drüber gesprochen, der dort war und der hat gesagt, naja, wir waren doch alle da, braucht ihr auch kein Video zu veröffentlichen. Genau. So. Das hat uns natürlich mal richtig motiviert, nichts zu tun. So, ja. An dieser Stelle viele Grüße an Gitti und Susanne und Tina und Claudi und alle anderen. Ihr wisst schon. So. Ja. Genau. Und alle, die drauf warten, auf die Einladung sozusagen für das vierte Follower-Treffen, die wird es dieses Jahr nicht geben. Nein, das kriegen wir nicht hin. Nein, wir kriegen es nicht hin. Wir müssen einfach mal mindestens ein Jahr pausieren. Ob das nächstes Jahr, wollen wir sehen. Wir sind aber, also ganz aufgeben wollen wir es natürlich nicht. Aber dieses Jahr, no. Nein, wir kriegen es organisationstechnisch nicht hin. Ich kriege es auch mit dem Urlaub nicht hin. Also es mangelt einfach schon daran, dass wir kein passendes Wochenende finden und auch keinen passenden Campingplatz, weil wir den Campingplatz wechseln möchten. Das sind so die zwei gröbsten Punkte und ja, außerdem ist es ein Zeitmangel. Und jetzt kommt die Leni und Toni Show wieder dazu und es war uns im Moment sehr wichtig, dass wir das wieder machen. Und alles andere wird sich weisen, aber dieses Jahr eben kein Follower-Treffen, so leid es uns tut. Genau. Ja.
Nach dem Follower-Treffen, was war denn da? Ach, was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, bevor wir zu den schönsten oder einer der schönsten zwei Wochen kommen, dürfen wir nicht vergessen, wir waren in Zellamelis, natürlich bei ACR, haben die Alarmanlage wieder bekommen von Titronic. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch in Löff waren, bei der Firma Sog, ja, und haben uns ja die Sog-Anlage einbauen lassen, die wirklich top ist. Dazu mehr im irgendwann dann Klo-Spezial Teil 5, die Erfahrung mit der Sog. Ne? Ja, und wir machen aber auch... Ganz kurz gespoilert, top, ich weiß gar nicht, warum wir vorher keine hatten. Ja, ist so. Wenn wir nicht auf all euch hören, die uns geschrieben haben, schon beim ersten Klo-Spezial baut doch eine Sog-Anlage ein. Und genau. Wir uns sagten, nö. Ja, so. Wir müssen es ja selber erfahren. Ja, das ist immer das Gleiche. Man muss erstmal auf die Nase fallen und dann läuft's. Ja, dürfen wir nicht vergessen, der Kartenleser hat sein Abi gemacht. Ja, das war natürlich, also das ist auch so ein Grund gewesen, warum wir uns 2019 sehr wenig gemeldet haben. Wir hatten ziemlich ein sehr stark ausgeprägtes Kartenleserjahr. Ja. Alle, die sich jetzt fragen und neu zuschalten, wer der Kartenleser ist, ist immer noch kein Navigationsgerät, es ist immer noch unser Sohn, der letztes Jahr sein Abitur gemacht hat. Und es fing also Anfang des Jahres schon an, dass er sich hier und da beworben hat um Ausbildungsstellen. Und wir da ziemlich viel Zeit mit verbracht haben, mit ihm zu Vorstellungsterminen zu fahren, Bewerbungsgespräche zu führen, Probearbeiten und was dann alles so kommt. Und dadurch hatten wir einfach sehr wenig Zeit schon mal gleich zu Anfang des Jahres. Dann kam das Abitur, was er erfolgreich bestanden hat. Dann kam eine wunderschöne Abiball und eine traumhaft schöne Abschlussfeier. Und dann war schon das erste halbe Jahr rum und wir hatten eben einfach ganz viel Familienarbeit. Ja. Naja, Arbeit, aber Beschäftigung. Schön, ja. So, und er ist dann 18 Jahre alt geworden und durfte dann alleine Auto fahren. Und dann hat sich für uns alles ein bisschen entspannt, weil wir nicht mehr von hier nach dort fahren mussten. So, und dann kommen wir jetzt endlich zu den fast schönsten zwei Wochen in diesem Jahr. Genau, da der Kartenleser, der ja dann unterwegs war und arbeiten war, beschäftigt war und von uns nicht mehr beschäftigt werden wollte und musste, sind wir in die Provence gefahren. Genau. Freunde, das ist so schön, ne? Das ist ja so wunderschön gewesen. Also im Hochsommer, weiß ich nicht, wollte ich vielleicht nicht dahin, wenn ich mir vorstelle, in diesen kleinen südfranzösischen Orten sind so viele Menschen, die sich dann da auf die Füße treten gegenseitig. Das ist dann vielleicht nicht so toll. Aber wir hatten wirklich zwei Wochen wunderschönes Wetter. Wir hatten überhaupt das ganze Jahr außer in Holland wunderschönes Wetter. Strahlenden Sonnenschein, außer ein Gewitter mitten im Wald. Es war ja in der Nachsaison schon, viele Campingplätze hatten auch schon zu. Wir fahren ja eh meistens nur Stellplätze an, aber da musste man schon manchmal ein bisschen gucken, wo wir noch unterkommen. War aber auch kein Problem. Und es war wirklich traumhaft, ja. Also immer wieder. Erst hat man ein bisschen, ich sag mal so, Berührungsängste mit der Sprache, weil wir beide kein Französisch sprechen. Aber das hat sich dann auch gegeben mit der Zeit. Ja, so mit Händen und Füßen ein bisschen Englisch und manchmal ein bisschen paar Brocken Spanisch. Und also es ging alles. Ja, also ihr müsst euch keine Gedanken machen. Wir sprechen wirklich nichts außer Bonjour und Au revoir. Mehr können wir nicht. Und wir sind klargekommen. Also wenn ihr auch kein Französisch könnt und ihr seid so wie wir, dass ihr 3 Jahre lang denkt, oh, bloß schnell durch Frankreich durch, wenn wir irgendwo anders hin wollen und nicht nach Frankreich als Ziel und so, könnt ihr machen. Und die Franzosen alle super, super lieb. Also ja, sobald die auch gemerkt haben, dass wir kein Französisch sprechen und die auch kein Deutsch gesprochen haben, dann, wie gesagt, wir sind klargekommen überall und mit Händen und Füßen und das Essen war so lecker. Also ihr müsst unbedingt nach Frankreich fahren. Ja. Auch mit oder ohne Wohnmobil, das ist total egal. Ihr könnt auch Pensionen, Hotels, ist wurscht. Die Provence ist so schön und wir waren nicht das letzte Mal da. Richtig. Auch darüber müsste man dann bei Zeit noch ein Video machen, weil wir schöne Sachen gefilmt haben. Ja, wir haben auch tolle Bilder gemacht. Ja. Ich habe tatsächlich auch schon die ersten Artikel dazu geschrieben. Das könnt ihr schon nachlesen auf leniundtoni.de. Wenn ihr noch ein bisschen Geduld habt, kommt auch bald ein Video dazu. Ja, aber Artikel gibt's schon und schöne Bilder und wir sind weiter dran. Ja. Genau. Also und das war wirklich, wirklich, wirklich toll. Schwuppdiwupp war die Vorweihnachtszeit, Weihnachten, Silvester, Neujahr, Peng! Ja, Moment. Ach so. Moment, erstmal waren wir ja dann noch vor Weihnachtszeit, ne? Erstmal waren wir ja noch in Alsfeld auf dem Weihnachtsmarkt. Genau. Das war auch schön. Ja. Der Weihnachtsmarkt war dieses Mal nicht auf dem Marktplatz, sondern im Klostergarten, weil der Marktplatz ist große Baustelle. Wahrscheinlich sind die nicht rechtzeitig fertig geworden, ich weiß es nicht. Und deshalb fand das dann im Klostergarten statt. Das war aber auch eine total schöne Kulisse.
Ja, also das war auch ganz, ganz toll. Und danach waren wir noch ein kurzes Wochenende in Frankfurt. Jetzt ist Frankfurt ja nicht Ah, so weit weg von uns, aber wir waren in richtig. Frankfurt auf dem Weihnachtsmarkt. Ich wollte unbedingt mal wieder nach Hause auf dem Weihnachtsmarkt. Und dann haben wir eine Nacht im Lindner Hotel verbracht. Das ist direkt am Main, auf der anderen Mainseite in Sachsenhausen. Und das war auch richtig schön. Das war so ein Verwöhnwochenende. Ja, mit mega Frühstücksbuffet und das Zimmer war so schick Mit und mega Ausblick. mega Ausblick. Ja, also und also dieses Wochenende war auch super. Und dann war Weihnachten. So, wollte ich auch So, gerade sagen. genau. Und jetzt ist aber der Baum schon wieder weg. Baum ist wieder weg, Weihnachten ist rum, Deko ist wieder weg, Und wir sind wieder da. eingemottet und wir sind wieder da. Ja. So, also jetzt haben wir genug gelabert und viel gelabert und erzählt vom letzten Jahr. Jetzt schauen wir mal voraus, was dieses Jahr so bringt, und wir wissen es Genau, noch nicht. wir wissen es noch nicht. Also wir lassen uns da mal jetzt hier hineintreiben in das neue Jahr. Seid uns nicht böse, wenn es nicht jede Woche klappt. Wir sind drauf und dran, es wieder so zu machen wie vorher, dass wir wirklich jede Woche hinkriegen. Aber manchmal klappt es vielleicht auch nicht. Ja. Ja, wir können jetzt auch nicht so gerade sagen, es ist jeden Montagabend. Es wird vielleicht auch mal ein Sonntag oder ein Dienstag, man weiß es Ja. nicht, weil ich Schicht arbeite. Und dann komme ich erst abends um 9 Uhr nach Hause, wenn es spät ist. Und dann muss ich noch was essen und wieder ins Bett, weil ich vielleicht am nächsten Tag Frühdienst habe. Also wir versuchen alles Mögliche. Vielleicht finden wir auch einen anderen Tag. Wir haben schon an den Sonntag gedacht. Da ja Merzi-Lindenstraße wegfällt, wäre das vielleicht ein Alternativprogramm für alle Lindenstraßengucker. Genau, Einfach das war auch wechseln. mit Grund, warum wir die Leni und Toni Show wieder aufleben lassen, weil die Lindenstraße wegfällt. So, ja, Quatsch. genau. Deshalb nehmen wir euch auch mehr mit in den Alltag und nicht nur ins Wohnmobil. Genau, Ja, wie früher. ganz wichtig, wir wissen noch nicht, ob wir zur CMT nach Stuttgart fahren. Weder jetzt irgendwann in den nächsten Tagen oder am Wochenende, also am Wochenende wahrscheinlich Nein. nein. Da muss ich arbeiten. Wenn wir fahren, dann sind wir am Donnerstag in Stuttgart, aber das werden wir sehr spontan entscheiden, wahrscheinlich erst am Mittwoch. Ja, also Von verlasst euch nicht daher, drauf, ja. wir wissen es noch nicht so genau. Ja. Ja, dann wissen wir auch noch nicht, wo wir dieses Jahr überhaupt hinfahren wollen und werden. Das ist alles noch ein bisschen offen, weil wir schwanken zwischen Schweden, natürlich wieder Norwegen, Frankreich, weil Frankreich ist groß, da gibt es nicht nur die Provence und jetzt haben wir ja alle Berührungsängste verloren in unserem Leben, die wir damit hatten. Wien ist auch ein ganz großes Thema in meinem. Agegans. Richtig. Und dann haben wir jetzt ein Auto, das aufgelastet ist und mit dem man gut durch Österreich fahren kann. Ja. Ja, Kroatien, Italien, also Europa ist sehr groß und unsere Wünsche sind auch sehr vielfältig, was das angeht. Also wir lassen uns überraschen. Auto aufgelastet, wem das jetzt entgangen ist, ja, also das erzählen wir, ich sag's mal so, wie es kommt, einfach immer noch mal in den Leni und Toni Shows, was alles am Auto passiert ist, und was jetzt wirklich Stand der Dinge ist, ist jetzt zu viel, möchte ich auch jetzt gar nicht drauf eingehen, aber kommt alles peu à peu in. Ich sag mal, wenn das Thema drauf kommt, erzählen wir's. Ja, wir werden sicher auch noch mal ein Spezial zu Greta machen, wenn sie ein Ah, Jahr alt ja, wird. so genau. Ja, das können wir auch machen, ja. Bestimmt. So, liebe Freunde, das war die 100. Folge. Wir haben uns lange überlegt, was wir alles machen. Komm, gib mir das Oh, Blatt. danke. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt. Du. Wir haben uns lange überlegt, was wir alles machen. Ich habe Texte geschrieben, wir wollten, ich weiß nicht was alles. Also wir haben wahnsinnig tolle Ideen gehabt. Für die 100. Show, meinst du? Ja, Ja, genau. Ja, für die die, 100. das Show. sollte was Besonderes werden, aber wir haben. Also eigentlich ist es schon wieder was Genau, Besonderes. also wir haben jetzt gedacht, dass wir wieder zurückkommen wollen, ist der Anlass, um die 100. jetzt zu veröffentlichen. Von daher ist sie das. Wir arbeiten auf den zweiten Schnapszahlentag hin. Der Ja. steht auch bald ins Haus, wenn es so weitergeht. Und dann gibt es noch eine ganz großartige Überraschung für euch. Also alle, die uns noch nicht abonniert haben, die sollten das tun, weil es dauert nicht mehr so lange. Genau. Ja, in Also. diesem Sinne erstmal eine wunderschöne Woche für euch. Ja. Danke, dass ihr uns treu geblieben seid, auch wenn wir uns letztes Jahr sehr wenig gemeldet haben. Ja. Dieses Jahr wird es wieder mehr, versprochen, versprochen, versprochen. Und drückt uns die Daumen, dass wir uns nächste Woche mit der neuen Folge der Leni und Toni Show melden. Wir geben alles dafür. In diesem Sinne, macht's Macht's gut, gut. bleibt gesund Vor und allem. fröhlich. Genau. Daran hat sich nichts geändert bei uns. Nein. Ja, und Dankeschön. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. You blow me into space.